Willkommen zurück zur Online-Vorlesung Gesetzliche Schuldverhältnisse Teil 2, Staffel 2 in dieser insgesamt 14. Einheit zum Bereicherungsrecht wollen wir uns noch einmal mit den Mehrpersonenverhältnissen beschäftigen und hier noch einige weitere Fallgruppen betrachten. Es wird die letzte Einheit zu den gesetzlichen Schuldverhältnissen sein, zumindest vorerst. Steigen wir also gleich ein. Eine in der Praxis bisweilen vorkommende Fallgruppe, die auch eine gewisse Examensrelevanz haben kann, ist die Leistung auf fremde Schuld. Einschlägig ist insoweit § 267 BGB, Leistung durch Dritte, eine Vorschrift aus dem allgemeinen Schuldrecht. Absatz 1 hat der Schuldner nicht in Person zu leisten, so kann auch ein Dritter die Leistung bewirken. Die Einwilligung des Schuldners ist nicht erforderlich. Der Gläubiger kann die Leistung ablehnen, wenn der Schuldner widerspricht. Und auch nur dann, wenn der Schuldner widerspricht und wir nicht eine höchstpersönliche Leistungspflicht haben. Man kann die Vorschrift auch den Drei-Narren-Paragraphen nennen, etwas überspitzt. Warum drei Narren? Wir haben einen Dritten, der auf fremde Schuld leisten will. Wir haben im Absatz 2 einen Gläubiger, der dies ablehnt. Und wir haben auch noch den Schuldner der Leistung, der dieser Leistung durch den Dritten widersprochen hat. Alles ist auf den ersten Blick nicht gerade intuitiv. Bei der Leistung auf fremde Schuld sind zwei Konstellationen zu unterscheiden. Erste Konstellation, der Anspruch besteht. Zweite Konstellation, der Anspruch besteht nicht. Beginnen wir mit der ersten Konstellation. Ein Beispiel: S schuldet seinem Gläubiger G 1000 Euro. Da sein Onkel O glaubt, er befinde sich in Zahlungsschwierigkeiten, zahlt er den Betrag an G. Der Anspruch erlischt hier wegen Erfüllung nach § 362 Absatz 1 BGB, 267 BGB, das haben wir gerade gesehen, lässt diese Leistung durch den Dritten, durch den Onkel O in unserem Beispiel, ausdrücklich zu. Spannend ist in diesen Fällen allein die Frage nach dem Regressanspruch. Kann O von seinem Neffen S Regress verlangen? Das kann sich im Einzelfall mal aus einer vertraglichen Abrede ergeben, etwa wenn zwischen dem Dritten und dem Schuldner ein Auftragsverhältnis besteht, dann ist die Leistung auf die fremde Schuld eine Aufwendung im Sinne des Paragraphen 670 BGB, sodass es hier dann einen Aufwendungsersatzanspruch geben kann. In Betracht zu ziehen ist hier immer auch eine Geschäftsführung ohne Auftrag. Die Erfüllung fremder Schulden ist ein fremdes Geschäft. Wenn das mit Fremdgeschäftsführungswillen erfolgt, haben wir eine echte GOA. Und dann müssen wir halt untersuchen, ob es sich hier um eine berechtigte GOA handelt, mit dem Willen, mutmaßlichen Willen oder zumindest im Interesse des S. Dann haben wir einen Regressanspruch wieder aus § 683 in Verbindung mit 670 BGB, auch hier ein Aufwendungsersatzanspruch. Wenn das Ganze nicht dem Willen oder mutmaßlichen Willen des S entspricht, dann haben wir eine unberechtigte GOA. Hier ergibt sich ein Rückgriffsanspruch aus § 684 mit der Rechtsfolgenverweisung in das Bereicherungsrecht, sodass hier dann 818 BGB einschlägig ist. Sodass auch der S in unserem Beispiel sich gegebenenfalls auf Entreicherung berufen könnte, wenn die Voraussetzungen vorliegen. In Betracht zu ziehen kann dann immer noch eine Rückgriffskondition sein, § 812 Absatz 1 Satz 1 Alternative 2 als besondere Form der Nichtleistungskondition. Es ist allerdings fraglich, ob insoweit überhaupt noch ein Restanwendungsbereich besteht oder ob wir in diesen Fällen nicht über die GOA eine hinreichend adäquate Lösung finden. Frage: Gibt es einen Rückforderungsanspruch des O gegen G? Das kann allenfalls aus Bereicherungsrecht gegeben sein. Hier eine Leistungskondition 812 Absatz 1 Satz 1 Alternative 1 BGB. Aber in diesem Fall besteht ja der Anspruch, damit besteht auch der Rechtsgrund. Und mit diesem Rechtsgrund der Schuld des S gegenüber dem G hat der O seine Zahlung auch selbst verknüpft. Es war nicht seine eigene Schuld, aber er hat den Rechtsgrund gleichsam aus einem anderen Kausalverhältnis hergeholt.
und daran muss er sich auch bereicherungsrechtlich festhalten lassen, sodass die Voraussetzungen der Conditio in debiti nicht vorliegen. Bereicherungsrechtlich spannender ist die zweite Konstellation. Der Anspruch besteht nicht. O zahlt 1000 Euro an G, obwohl S die Forderung bereits zuvor selbst beglichen hat. Ein Regressanspruch von O gegen S scheidet hier aus. S hat schlicht und einfach nichts erlangt. Die Voraussetzungen, die wir vorab geprüft haben hinsichtlich vertraglicher Ansprüche oder Ansprüche aus GOA, liegen hier typischerweise nicht vor. Spannend ist daher lediglich der Rückforderungsanspruch des O gegen V. Der kann sich hier aus § 812 Absatz 1 Satz 1 Alternative 1 BGB ergeben. Die Leistung des O ist hier bei der nicht angewiesenen Leistung auf fremde Schuld wohl zu bejahen. Das ist umstritten, halte ich aber für richtig. Etwas anderes gilt, wenn eine Anweisung durch S vorgelegen hätte, dann hätte O gegenüber dem S die Leistung erbracht. Ein Sonderproblem ist die Fragestellung, ob die Tilgungsbestimmung bei der Leistung nachträglich geändert werden kann. Zur Verdeutlichung ein Beispiel. Hundehalter H glaubt, dass sein geliebter Hund die Blumenbeete des Nachbarn N verwüstet hat. Deshalb zahlt er H an N 500 Euro zur fachmännischen Behebung der Schäden. Später stellt sich heraus, dass nicht der Hund des H, sondern das Hängebauchschwein des S für die Unordnung im Garten verantwortlich war, da die finanziellen Verhältnisse des N eine Rückzahlung der 500 Euro als unwahrscheinlich erscheinen lassen, will H die Zahlung als Leistung auf die Verbindlichkeit des S gelten lassen und bei diesem Regress nehmen. Kann er das? Eigentlich wären wir ganz normal in der Conditio in debiti, in der Leistungskondition des H gegen den Nachbarn N. Schließlich hatte der H ja rechtsgrundlos geleistet. Es gab keine entsprechende Schadensersatzpflicht, etwa aus § 833 BGB der Tierhalterhaftung, weil sein Hund für den Schaden nicht verantwortlich war. Allerdings stellt der H hier fest, dass bei N nicht viel zu holen ist. Der hat das Geld verausgabt und ist auch im Übrigen nicht weiter flüssig, sodass auch etwaige Zwangsvollstreckungsmaßnahmen nicht fruchtbar wären. H möchte also den Schuldner ändern, indem er einfach seine Leistung auf ursprünglich vermeintlich eigene Schuld in eine Leistung auf fremde Schuld umdeuten möchte und damit zu den zuvor bezeichneten Regressansprüchen gegen den S kommt. Frage: Geht das? Der BGH und Teile des Schrifttums bejahen das. Sie lassen also eine nachträgliche Änderung der Tilgungsbestimmung zu. Das hätte zur Folge, dass H jedenfalls im Wege der Rückgriffskondition, vielleicht sogar auch durch eine Geschäftsführung ohne Auftrag, wobei im Zeitpunkt der Vornahme der Zahlung hatte er den Fremdgeschäftsführungswillen nicht, sodass man hier wirklich einmal eine Rückgriffskondition bejahen könnte, mangels anderer Anspruchsgrundlagen vorgehen könnte. Die, wie ich finde, überzeugende Gegenauffassung verneint diese nachträgliche Änderungsmöglichkeit, denn nach dem BGB ist die nachträgliche einseitige Änderung von Erklärungen grundsätzlich nicht möglich. Das ergibt sich für Willenserklärungen etwa aus § 130 Absatz 1 Satz 2 BGB. Es ist kein Grund ersichtlich, warum man ausgerechnet bei diesen Tilgungsbestimmungen anders verfahren sollte, sodass der H in unserem Beispiel kein Wahlrecht hat, er also nicht den Schuldner seines Anspruchs ändern kann. Ihm bleibt die Leistungskondition gegen N, dessen Insolvenzrisiko trägt er. Kommen wir noch gleichsam zum Abschluss der bereicherungsrechtlichen Problematik in Mehrpersonenverhältnissen zum Spannungsfeld von Eingriff und Leistung und damit auch letztlich zu einem wichtigen Aspekt der sogenannten Subsidiarität der Nichtleistungskondition. Zur Erinnerung: Die Nichtleistungskondition ist nach ganz herrschender Meinung nachrangig. Subsidiär zur Leistungskondition, wir sprechen entweder von der Subsidiarität der Nichtleistungskondition oder vom Vorrang der Leistungskondition. Das Vorliegen einer Leistung
sperrt die Eingriffskondition und andere Nichtleistungskonditionen, auch dann, wenn es sich nicht um eine Leistung des Inhabers des betreffenden Rechts, sondern um die Leistung eines Dritten handelt. Die dogmatische Begründung dieses Vorrangs der Leistungs- vor der Nichtleistungskondition bzw. der Sperrung der Nichtleistungskondition bei Vorliegen einer Leistung ist gar nicht so einfach zu liefern. Letztlich geht es um Wertungskonsistenz. Es geht um eine Konsistenz der gesetzlichen Wertungen, insbesondere der Wertungen, die das Gesetz an anderer Stelle trifft. Einschlägig sind in diesen Fällen typischerweise sachenrechtliche Wertungen, namentlich die Wertungen, die den Paragraphen 892 und 932 fortfolgende BGB zugrunde liegen. Aus diesen lässt sich auch mit Blick auf Paragraph 816 Absatz 1 Satz 1 BGB entnehmen, dass der redliche Erwerb vom Nichtberechtigten grundsätzlich konditionsfest sein soll. Anders ist dies beim unentgeltlichen Erwerb 816 Absatz 1 Satz 2 BGB. Nur in diesem Fall bekommt der Erwerber, der vom Nichtberechtigten wirksam erworben hat, die Sache nicht dauerhaft, sondern muss sie an den vormaligen Eigentümer herausgeben. Darüber hinaus finden wir andere Wertungen in den Paragraphen 946 fortfolgende BGB, Verbindung, Vermischung, Vermengung, Verarbeitung, mit der Anordnung in Paragraph 951 BGB, dass Wertersatz zu leisten ist. Darum soll es im Folgenden gehen. Schauen wir zunächst auf die Verarbeitung fremder Sachen. Paragraph 950 BGB regelt diesen Fall. Wer durch Verarbeitung oder Umbildung eines oder mehrerer Stoffe eine neue bewegliche Sache herstellt, erwirbt das Eigentum an der neuen Sache, sofern nicht der Wert der Verarbeitung oder der Umbildung erheblich geringer ist als der Wert des Stoffes. Als Verarbeitung gilt auch das Schreiben, Zeichnen, Malen, Drucken, Gravieren oder eine ähnliche Bearbeitung der Oberfläche. Absatz 2. Mit dem Erwerb des Eigentums an der neuen Sache erlöschen die an dem Stoffe bestehenden Rechte. Paragraph 951 BGB ist die ergänzende Rechtsfolgenanordnung, Entschädigung für Rechtsverlust. Absatz 1. Wer infolge der Vorschriften der 946 bis 950 einen Rechtsverlust erleidet, kann von demjenigen, zu dessen Gunsten die Rechtsänderung eintritt, Vergütung in Geld nach den Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung fordern. Die Wiederherstellung des früheren Zustands kann nicht verlangt werden. Absatz 2 ist für uns nicht so sehr von Interesse. Paragraph 950 BGB, der Eigentumserwerb durch Verarbeitung, kann zu einem Rechtsverlust führen. Denn wenn wir so einen gesetzlichen Eigentumserwerbstatbestand erfüllt haben, wenn also die Verarbeitung zum Eigentumserwerb führt, geht das Eigentum an den verarbeiteten Stoffen unter. Und wenn die Voraussetzungen des 950 Absatz 1 vorliegen, setzt es sich auch nicht an der neu hergestellten Sache fort. Eine Ausnahme kann man dem Gesetz selbst entnehmen, 950 BGB. Der Rechtsverlust nach 950 Absatz 2 tritt nicht ein, wenn der gesetzliche Eigentumserwerb nach 950 Absatz 1 nicht so stattfindet. Und dort ist davon die Rede, dass das nicht der Fall sein soll, wenn der Wert der Verarbeitung wesentlich geringer ist als der Stoffwert der verarbeiteten Sachen. Was heißt nun wesentlich geringer? Ein bisschen geringer schadet nicht. Es muss schon deutlich geringer sein. Die Rechtsprechung nimmt ein erhebliches Unterschreiten, also ein wesentliches Geringersein an, wenn der Verarbeitungswert weniger als 60% des Stoffwertes beträgt. Wie kommt man auf die 60%? Nun, es gibt Entscheidungen, in denen auf diese 60% abgestellt wird. Das ist ersichtlich eine gegriffene Größe. Ohne die geht es aber an dieser Stelle nicht. Paragraph 951 BGB gewährt einen Ausgleichsanspruch. Der ist zwingend auf Geld gerichtet. Das ergibt sich auf Absatz 1 Satz 2.
Es kann also nicht die Einräumung des Eigentums an der neuen Sache, an der neu hergestellten Sache verlangt werden und es kann auch keine Naturalrestitution, also das Rückgängigmachen der Verarbeitung verlangt werden. Der Ausgleich für den Rechtsverlust ist ein Geldanspruch. Und das Ganze verweist auf das Bereicherungsrecht. Und das wird gemeinhin nicht als Rechtsfolgenverweisung auf die Paragraphen 818 folgende nur verstanden, sondern als Rechtsgrundverweisung auf den gesamten Regelungskomplex der Paragraphen 812 fortfolgende BGB. Mit der Folge, dass wir das Vorliegen der Tatbestandsvoraussetzungen für eine Kondition, insbesondere für eine Eingriffskondition, um die geht es hier, prüfen müssen. Eine Leistungskondition scheidet in diesen Fällen aus, weil der Rechtsverlust nicht durch Leistung des vormals Berechtigten herbeigeführt wurde, sondern durch die Verarbeitung selbst. Das ist ein Eingriff. Wir prüfen also 812 Absatz 1 Satz 1 Alternative 2 BGB. In seltenen Fällen kann auch mal eine Verwendungskondition vorkommen, hat dann aber keine anderen inhaltlichen Anforderungen. Und hier kommt das Subsidiaritätsdogma zum Tragen. Für die Eingriffskondition oder die Verwendungskondition ist kein Raum, wenn der Bereicherungsgegenstand geleistet wurde. Ob das der Fall ist, ist in jedem Sachverhalt zu prüfen. Anschaulich wird die Problematik im berühmten Jungbullenfall des BGH, BGHZ, 55. Band der amtlichen Sammlung. In unserem Beispiel soll es nicht um Bullen gehen. Das Beispiel habe ich nachgebildet. Es geht um Ferkel. D stiehlt bei Bauer B 5 Ferkel. Diese bietet er dem Fleischer F zum marktüblichen Preis von 1500 Euro an. F geht auf dieses Angebot ein und verarbeitet die Tiere alsbald zu Wurst im Wert von insgesamt 2700 Euro. Als B von den Vorgängen Kenntnis erlangt, will er sich an F halten, da bei D nichts zu holen ist. F verweigert die Herausgabe der Wurst und jede Zahlung, er habe die Tiere zu einem angemessenen Preis gekauft und auch bezahlt. Das ist ein ganz typischer Fall, der auch in Klausuren, Hausarbeiten, selbst im Examen dann noch auch immer mal wieder vorkommt in der ein oder anderen Abwandlung. Prüfen wir zunächst, was unser Bauer vom Fleischer verlangen kann. Herausgabeanspruch könnte sich aus § 985 BGB ergeben. B war zunächst Eigentümer der Ferkel, aber diese Ferkel gibt es nicht mehr. Die sind durch Verarbeitung zu Wurst im Rechtssinne untergegangen und damit ist auch das Eigentum an den Ferkeln untergegangen. Es kommt also allenfalls ein Herausgabeanspruch hinsichtlich der Wurst in Betracht. Und wir müssen uns also hier die Frage stellen, wer ist Eigentümer der Wurst geworden? Das richtet sich nach § 950 BGB. Zentraler Begriff bei 950 BGB ist der Begriff des Herstellers. Der Hersteller ist in diesem Fall unproblematisch F. Es gibt sachenrechtliche Probleme, ob vertraglich oder gar in allgemeinen Geschäftsbedingungen eine Herstellerklausel vereinbart werden kann, sodass jemand anderes Hersteller ist. Es gibt auch die Problematik, ist, wie sieht es aus, wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer etwas herstellen, dann ist typischerweise der Arbeitgeber als Hersteller anzusehen. Für unsere bereicherungsrechtliche Problematik und insbesondere auch unseren Beispielsfall ist das alles unerheblich. Wir haben auch eine Verarbeitung. Ferkel sind etwas anderes als Wurst. Da ist mit den Ferkeln was passiert. Der F hat aus den Ferkeln Wurst gemacht. Das ist die Herstellung, die Verarbeitung zu einer neuen Sache. Der Eigentumserwerb nach 59 Absatz 1 BGB verlangt, dass der Wert der Verarbeitung nicht erheblich geringer ist als der Stoffwert. Wie ermittelt man den Stoffwert? Wie ermittelt man den Wert der Verarbeitung? Das ist relativ simpel. Der Stoffwert ist typischerweise angegeben. In der Praxis ist das natürlich häufig schwierig zu ermitteln. In den Sachverhalten, die Sie für Klausuren und Hausarbeiten bekommen, ist das vorgegeben, wie auch in unserem Beispielsfall. Hier war der Stoffwert der verarbeiteten Sachen, der Ferkel, 1500 Euro.
Im zweiten Schritt müssen wir den Wert der Verarbeitung ermitteln. Wir nehmen einfach den Wert der neu hergestellten Sachen, ziehen davon den Stoffwert ab. Was wir haben, ist der Wert der Verarbeitung. In unserem Beispiel 2700 Euro Wert der neu hergestellten Wurst minus den Wert der Ferkel 1500 Euro ergibt einen Wert der Verarbeitung von 1200 Euro. Nun ist dieser Wert der Verarbeitung geringer als der ursprüngliche Stoffwert. Aber um die Anwendbarkeit des Paragraphen 950 Absatz 1 BGB auszuschließen, reicht es nicht, dass der Wert der Verarbeitung geringer ist als der Stoffwert. Er muss erheblich geringer sein. Deutlich geringer. Und ich hatte Ihnen gerade schon gesagt, die Rechtsprechung hat da eine gewisse Grenze statuiert. 60%. Erst wenn der Wert der Verarbeitung nur 60% oder weniger des Stoffwertes ist, dann soll § 950 Absatz 1 nicht in Betracht kommen. In unserem Fall 1200 Euro zu 1500 Euro, das entspricht einem Wert der Verarbeitung im Verhältnis zum Stoffwert von 80%. 80% sind mehr als die von der Rechtsprechung angenommene Schwelle von 60%, sodass hier zwar der Wert der Verarbeitung geringer ist als der Stoffwert, aber eben nicht deutlich geringer, sodass es hier zu einem gesetzlichen Eigentumserwerb durch F an der gesamten Wurst kommt. Damit ist F Eigentümer der Wurst geworden und damit ist zugleich klar, dass B nicht Eigentümer der Wurst geworden ist. Daher hat B auch hinsichtlich der Wurst keinen Vindikationsanspruch aus § 985 BGB. In Betracht kann aber ein Wertersatzanspruch nach den § 951 Absatz 1 in Verbindung mit 812 Absatz 1 Satz 1 Alternative 2 BGB in Verbindung also mit der Eingriffskondition in unserem Fall kommen. Ein Rechtsverlust nach § 950 BGB ist zu bejahen. Das wurde ja schon beim Anspruch aus § 985 BGB von uns thematisiert. Auch in einer Falllösung müssen Sie diese Problematik dann nicht nochmal vertiefen. Wenn man natürlich gleich mit dem Wertersatzanspruch anfängt, etwa weil der vermeintliche Gläubiger nur Wertersatz begehrt, dann muss an dieser Stelle zur Thematik der Verarbeitung, zur Thematik des gesetzlichen Eigentumserwerbs nach 950 Absatz 1 BGB und damit einhergehend zum Rechtsverlust nach 950 Absatz 2 BGB vertieft Stellung genommen werden. Dann müssen die Voraussetzungen der Eingriffskondition geprüft werden. Zur Erinnerung, es handelt sich bei 951 Absatz 1 Satz 1 BGB um eine Rechtsgrundverweisung. Wir müssen also das Vorliegen eines Konditionsanspruchs von Anfang an prüfen. F hat in unserem Beispiel etwas erlangt, nämlich das Eigentum an der Wurst. Das Ganze müsste auch ohne Rechtsgrund erfolgt sein. Vielleicht werden Sie an der Stelle kurz aufhören und sagen, na, warum prüfen wir jetzt schon den Rechtsgrund? Das hat hier didaktische Gründe. Außerdem gibt es zwischen den Tatbestandsmerkmalen des § 812 Absatz 1 Satz 1 Alternative 2 keine wie auch immer geartete logische Reihenfolge. Wichtig, § 950 BGB genügt insoweit als Rechtsgrund nicht. Aus § 951 BGB folgt ja gerade, dass der Eigentumserwerb nicht kompensationslos erfolgen soll. Wir haben damit eine Besonderheit im BGB. Wir haben verschiedene gesetzliche Erwerbstatbestände, die mal auszugleichen, mal rückabzuwickeln sind, mal aber auch so bleiben sollen. Bei der Ersitzung etwa ist es so, dass die herrschende Meinung mittlerweile sagt, okay, was ersessen wurde, soll dauerhaft im Eigentum des Ersitzenden bleiben. Hier gibt es keinen Bereicherungsanspruch. Bei den Regeln der 953 fortfolgende BGB zu den Erzeugnissen und Früchten einer Sache gibt es zunächst mal lediglich eine formale Eigentumszuordnung, ob der Eigentümer die Früchte und Erzeugnisse dann behalten darf, richtet sich nach anderen Regeln, etwa nach dem Eigentümer-Besitzer-Verhältnis. Das haben wir in diesem Zusammenhang auch schon behandelt. Beim Pfund, das haben wir letztens gesehen, gibt es
auch einen Erwerbstatbestand 973, aber einen auf 3 Jahre befristeten Konditionsanspruch auf Rückübereignung, den der Eigentümer, der durch den Pfund sein Eigentum verloren hat, geltend machen kann. 951 und auch damit die 946 bis 950 haben so eine Mischlösung: der Erwerb des Eigentums an der hier verarbeiteten Sache oder der Erwerb, der durch Verbindung, Vermischung, Vermengung eingetreten ist, der soll zwar dauerhaft sein, aber 951 BGB sagt, es soll dann zumindest unter bestimmten Voraussetzungen einen Wertersatzanspruch als Kompensation für denjenigen geben, der durch den gesetzlichen Erwerbstatbestand Rechte verloren hat. Problematisch ist das Merkmal in sonstiger Weise auf Kosten des B. Zu denken ist hier an die Sperrwirkung der Leistung, die Subsidiarität der Nichtleistungskondition. Und man kann ja auf die Idee kommen und sagen, Moment mal, hier wurde doch etwas von D, vom Dieb, an F, den Fleischer, geleistet. Ja, das ist auch richtig. Der D wollte bewusst und zweckgerichtet das Vermögen des F vermehren, indem er aufgrund des Kaufvertrages etwas getan hat. Aber was hat er getan? Was wurde geleistet? Letztlich wurde nur der Besitz an den Ferkeln geleistet. An den Ferkeln konnte der D kein Eigentum verschaffen, er konnte also dem F auch kein Eigentum an den Ferkeln leisten. Warum nicht? Die Ferkel waren gestohlen worden und damit abhanden gekommen im Sinne des Paragraphen 935 BGB. Damit konnte auch ein gutgläubiger Erwerb der Ferkel durch den F nicht eingreifen. Damit konnte der D dem F keinerlei Eigentumsposition verschaffen. Diese Wertung ist auch bereicherungsrechtlich zu berücksichtigen. Damit haben wir lediglich eine Leistung des Besitzes, aber zu keinem Zeitpunkt die Leistung einer materiellrechtlichen Position. Folglich ist hinsichtlich des Eigentums, und um dieses Eigentum geht es bei § 951 BGB gerade, das soll kompensiert werden, der Verlust des Eigentums soll kompensiert werden. Hinsichtlich des Eigentums haben wir keine Leistung und damit ist auch die Eingriffskondition nicht durch eine vorrangige Leistung gesperrt. Und damit gibt es einen Wertersatzanspruch. Dann müssen wir uns noch die Frage stellen, wie hoch ist der? Geht es um den Wert der Wurst? Oder geht es um den Wert der Ferkel? Es geht natürlich um den Stoffwert, um die 1500 Euro in unserem Beispielsfall. Warum? Denn nur an den Ferkeln hatte ja der B Eigentum und deren Wert ist zu ersetzen. Es gibt also hier in unserem Beispielsfall einen Wertersatzanspruch des B gegen F aus 951 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit der Eingriffskondition auf Zahlung von 1500 Euro. Hier wird klar, wir haben eine sachenrechtliche Wertung, 935 BGB, Eigentum konnte nicht geleistet werden, na gut, dann gibt es auch keinen Grund, die Eingriffskondition 812.1.1 Alternative 2 BGB in Verbindung mit dem 951 zu sperren. Das ist der Jungbullenfall in der kleinen Abwandlung mit Ferkeln. Der wird Ihnen sicherlich im Studium noch das ein oder andere Mal begegnen. Ob bei der Verarbeitung fremder Sachen Wertersatz nach 951 BGB geschuldet ist, bestimmt sich also auch nach den Wertungen der 932, 935 BGB. Wenn ein gutgläubiger rechtsgeschäftlicher Erwerb wegen des Abhandenkommens der verarbeiteten Sachen nicht möglich ist, soll auch der gesetzliche Eigentumserwerb nicht kompensationslos erfolgen. Anders gesagt, dann gibt es den Wertersatzanspruch, dann ist die Eingriffskondition nicht gesperrt. Der Wertersatzanspruch ist dabei so eine Art Rechtsfortwirkungsanspruch. Bis zur Verarbeitung hatte der B einen Anspruch auf Herausgabe der Ferkel aus § 985 BGB, er war ja deren Eigentümer. Mit der Verarbeitung verliert er das Eigentum an den Ferkeln, weil es die Ferkel nicht mehr gibt. Er erwirbt auch nicht Eigentum an der Wurst. Er bekommt aber gleichsam einen Rechtsfortwirkungsanspruch, den Wertersatzanspruch, der den Eigentumsverlust kompensieren soll.
Und weil es sich um einen Rechtsfortwirkungsanspruch handelt, weil der Wertersatzanspruch an die Stelle des Vindikationsanspruchs tritt, bleibt auch eine vom Schuldner, in unserem Fall F, an den Dritten D erbrachte Gegenleistung außer Betracht. Der F konnte im Beispielsfall vor der Verarbeitung gegen den Herausgabeanspruch aus § 985 BGB nicht einwenden, dass er die Ferkel ja gekauft und bezahlt hatte. Und folglich kann er auch gegen den Wertersatzanspruch nicht einwenden, dass er Geld für die Ferkel zahlen musste. Insoweit muss er sich an D halten. Eine andere Spielart dieser Problematik Eingriff versus Leistung sind die sogenannten Einbaufälle. Einschlägig ist hier etwa § 946 BGB, Verbindung mit einem Grundstück, wird eine bewegliche Sache mit einem Grundstück dergestalt verbunden, dass sie wesentlicher Bestandteil des Grundstücks wird, so erstreckt sich das Eigentum an dem Grundstück auf diese Sache. 93 BGB, wesentlicher Bestandteil einer Sache, Bestandteile einer Sache, die voneinander nicht getrennt werden können, ohne dass der eine oder der andere zerstört oder in seinem Wesen verändert wird. Wesentliche Bestandteile, legal definiert, können nicht Gegenstand besonderer Rechte sein. Und 94 für Grundstücke, ergänzend wesentliche Bestandteile eines Grundstücks oder Gebäudes. Zu den wesentlichen Bestandteilen eines Grundstücks gehören die mit dem Grund und Boden fest verbundenen Sachen, insbesondere Gebäude sowie die Erzeugnisse des Grundstücks. Solange sie mit dem Boden zusammenhängen, Samen, wird mit dem Aussehen eine Pflanze mit dem Einpflanzen wesentlicher Bestandteil des Grundstücks. Und ganz wichtig, Absatz 2, zu den wesentlichen Bestandteilen eines Gebäudes gehören die zur Herstellung des Gebäudes eingefügten Sachen. Wir haben also so eine doppelte Anordnung. Das Gebäude ist wesentlicher Bestandteil des Grundstücks. Das, was zur Herstellung des Gebäudes eingefügt wurde, ist wesentlicher Bestandteil des Gebäudes und damit auch wesentlicher Bestandteil des Grundstücks. Das bedeutet, wenn Sie ein Gebäude fest auf einem Grundstück errichten, dann gehört sowohl das Gebäude als auch die zur Herstellung des Gebäudes eingefügten Sachen dem Eigentümer des Grundstücks. Das ergibt sich aus § 946 BGB in Verbindung mit 93, 94 BGB. Ein Beispiel: Bauherr B ist Eigentümer eines bebauten Grundstücks. Er schließt mit Unternehmer U einen Vertrag, wonach U das Gebäude sanieren soll. U bestellt bei seinem Lieferanten L Ziegelsteine, die L direkt an die Baustelle unter Eigentumsvorbehalt liefern soll. Dort werden sie von U eingebaut. Alsbald darauf wird U insolvent. Daher fragt L, welche Ansprüche ihm gegen B zustehen. Prüfen wir zunächst einen Anspruch des L, des Lieferanten, gegen B, den Bauherrn, auf Herausgabe der Steine. Anspruchsgrundlage könnte hier 985 BGB sein. Eine Übereignung hat ja nicht stattgefunden. Ursprünglich war L Eigentümer. Ein rechtsgeschäftlicher Eigentumsverlust scheidet wegen des Eigentumsvorbehalts aus. Aber 946 BGB ist einschlägig, es kommt zum gesetzlichen Eigentumserwerb durch B. Die Ziegelsteine werden durch den Einbau wesentlicher Bestandteil des Gebäudes und damit wesentlicher Bestandteil des Grundstücks. Wesentlicher Bestandteil zu sein bedeutet, man ist nicht mehr sonderrechtsfähig. Man natürlich jetzt untechnisch gesagt, es geht ja immer um Sachen. Die Sachen hier, die Ziegelsteine, sind nicht mehr sonderrechtsfähig. An ihnen kann kein separates Eigentum mehr bestehen. Das Eigentum des L ist damit untergegangen. Bleibt ein Wertersatzanspruch. 951 Absatz 1 Satz 1, 812 Absatz 1 Satz 1 Alternative 2 BGB zu prüfen. Ein Rechtsverlust nach § 946 haben wir wieder bejaht. Dann müssten die Voraussetzungen der Eingriffskonnektion vorliegen. B, der Bauherr, hat etwas erlangt, nämlich Eigentum auch an den verbauten Ziegelsteinen. Diese sind zwar nicht mehr sonderrechtsfähig, allerdings erstreckt sich sein Eigentum am Grundstück jetzt auch auf die Ziegel. Das Ganze erfolgte auch ohne Rechtsgrund. Ein solcher Rechtsgrund ist hier nicht ersichtlich. Wiederum 946 BGB dient nicht als Rechtsgrund, da 951 BGB uns sagt, das Ganze soll nicht kompensationslos erfolgen können in jedem Falle. In sonstiger Weise auf Kosten des L. Zu prüfen ist an dieser Stelle, ob eine Leistung des U an B vorliegt. Möglicherweise hat U dem B ja die Steine geliefert.
U ist der Unternehmer, der den Lieferanten beauftragt hat. Haben wir eine solche Leistung? Eine rechtsgeschäftliche Übereignung haben wir hier nicht. Das heißt, U ist zu keinem Zeitpunkt zu B gegangen und hat gesagt, ich möchte dir die Ziegelsteine übereignen. Das hätte er tun können. Dann wären wir am Anwendungsbereich des 929 in Verbindung mit 932 beim gutgläubigen Erwerb vom Nichtberechtigten. Aber hier hat ein tatsächlicher Einbau stattgefunden, keine rechtsgeschäftliche Übereignung, sodass eine Leistung eigentlich nicht vorliegt. Allerdings enthalten die Paragraphen 932 fortfolgende BGB-Wertungen, die auch hier beachtet werden sollten. Es wird daher von der herrschenden Meinung angenommen, dass eine Als-ob-Betrachtung vorzunehmen ist. Es ist ja zufällig, ob an der Baustelle der U den Bauherrn B fragt, soll ich dir die Steine übereignen und sie erst danach einbaut. Typischerweise fällt dieses soll ich übereignen weg. Allerdings hätte die Übereignung stattfinden können, dann wäre der B Eigentümer der Steine geworden und zwar auch konditionsfest Eigentümer der Steine geworden. Soll es dann einen Unterschied machen, dass der Eigentumserwerb sich nicht rechtsgeschäftlich durch Übereignung vollzogen hat, sondern Kraft Gesetzes nach 946 BGB. Die herrschende Meinung nimmt zu Recht an, das kann keinen Unterschied machen, das wäre wertungswidersprüchlich. Die Als-ob-Betrachtung fragt also immer, wäre ein rechtsgeschäftlicher Erwerb kompensationslos möglich gewesen? Das ist hier zu bejahen. Denn hätte zunächst der U an B die Steine übereignet, dann wäre B Eigentümer geworden, dann hätten wir zwar weiterhin 946 BGB, auch dann hätten wir einen gesetzlichen Erwerbstatbestand, weil die Voraussetzungen der Verarbeitung auch weiterhin vorliegen. Die Steine würden weiterhin ihr Sonderrecht verlieren, allerdings gäbe es dann niemanden, der durch die Verarbeitung, durch den Einbau sein Recht an den Steinen verloren hätte. Das wäre ja personenidentisch jeweils der B gewesen. Das heißt, weil in unserem Fall der U die Steine hätte wirksam rechtsgeschäftlich übereignen können, soll gleichsam eine Leistung fingiert werden, um einen Wertungswiderspruch, um Zufälligkeiten zu vermeiden. Und daher ist das Ganze hier so zu lösen, dass wir eine Subsidiarität haben. Wir haben zwar keine Leistung, aber wir haben eine Als-ob-Betrachtung. Der rechtsgeschäftliche Erwerb wäre kompensationslos möglich gewesen. Dann soll auch der gesetzliche Erwerb kompensationslos möglich sein. Die Bedeutung der sachenrechtlichen Wertungen wird in einer kleinen Abwandlung deutlich. Die von L gelieferten und von U verbauten Ziegelsteine waren dem Eigentümer E gestohlen worden. Was kann E von B verlangen? Auch hier gibt es keinen Anspruch aus § 985 BGB. Zwar war E hier Eigentümer der Steine, mit dem Einbau sind diese aber wesentlicher Bestandteil des Gebäudes und damit nach 94 auch wesentlicher Bestandteil des Grundstücks geworden. Es kam zum Eigentumserwerb durch den Eigentümer des Grundstücks, durch B nach § 946 BGB und damit spiegelbildlich auch zum Rechtsverlust. Aber es gibt hier einen Wertersatzanspruch nach 951 in Verbindung mit 812 in Verbindung mit der Eingriffskondition also. Auch hier dieselbe Prüfung. Wir kommen wieder zu der Frage, in sonstiger Weise auf dessen Kosten. Wie sieht es hier mit den Wertungen aus? Wie sieht es hier mit einer Als-ob-Betrachtung aus? Wiederum hat keine rechtsgeschäftliche Übereignung stattgefunden. Diese hätte aber gar nicht wirksam vollzogen werden können. 932 sagt zwar, ein gutgläubiger Erwerb vom Nichtberechtigten ist möglich, 935 BGB sagt aber nicht bei Abhandenkommen. Das heißt, der U hätte die Steine gar nicht dem B wirksam übereignen können, weil die Steine dem Eigentümer E abhanden gekommen waren. Folglich gibt es auch keinen Grund, den gesetzlichen Eigentumserwerb durch B ohne weitere Kompensation zuzulassen. Wir haben auch hier wieder den Rechtsfortwirkungsanspruch. B kann daher auch nicht einwenden, die Ziegelsteine seinem Vertragspartner bezahlt zu haben. Kurzum,
für diese Einbaufälle ist wie auch für die Verarbeitungsfälle ganz entscheidend die sachenrechtliche Lage vor dem gesetzlichen Eigentumserwerb. Ist eine rechtsgeschäftliche Übereignung nicht möglich gewesen wegen 935, dann gibt es die Kompensation über 951 in Verbindung mit der Eingriffskondition. Wäre zumindest die rechtsgeschäftliche Übereignung möglich gewesen, auch wenn sie tatsächlich nicht stattgefunden hat, dann nehmen wir eine Leistung an, die das Vorliegen einer Nichtleistungskondition sperrt. Damit kommen wir zum Ende dieser Staffel und auch insgesamt der Teile zu den gesetzlichen Schuldverhältnissen. Ich hoffe, ich habe Ihnen einen Eindruck von diesem doch sehr, wie ich finde, spannenden Teilrechtsgebiet vermitteln können. Oft erfährt man im Studium, dass es sich bei den gesetzlichen Schuldverhältnissen, insbesondere auch beim Bereicherungsrecht, beim Eigentümer-Besitzer-Verhältnis und selbst bei der GOA, um sehr komplexe, sehr schwierige Rechtsgebiete handelt. Ich habe versucht, Ihnen darzulegen, dass dies auch dem Umstand geschuldet ist, dass Rechtsprechung und Schrifttum an manchen Stellen einzelne Aspekte unnötig mystifizieren, unnötig durch Vermutungen aufladen. Denken Sie etwa an die Vermutung des Fremdgeschäftsführungswillens beim auch fremden Geschäft und dann an anderer Stelle justieren, korrigieren müssen. Letztlich ist die Problematik aber mit gesundem Menschenverstand häufig doch ordentlich zu lösen. Und insoweit gilt gerade, aber nicht nur bei den gesetzlichen Schuldverhältnissen und für das gesamte Jurastudium, Verstehen ist wichtiger als Wissen. Was Sie verstanden haben, müssen Sie nicht mehr lernen. Natürlich ist es hilfreich, einzelne Streitstände, einzelne Probleme, einzelne Rechtsprechungen und Literaturmeinungen zu kennen. Natürlich ist es hilfreich, in einer Falllösung zu wissen, da gibt es dieses Problem. Allerdings ist die große Kunst der Juristerei, die große Kunst der Rechtsanwendung, auch mit unbekannten Sachverhalten, nur mit dem Gesetz und mit dem Vorwissen, was man hat, insbesondere auch dem methodischen Wissen und mit ein Stück Bauchgefühl, mit ein Stück Rechtsverständnis heranzugehen. Verstehen ist wichtiger als Wissen. Wer verstanden hat, muss nichts mehr lernen. Wer verstanden hat, kann auch unbekannte Sachverhalte lösen. Ich möchte mit dem Leitspruch der Aufklärung enden, der typischerweise Kant zugeschrieben wird, auch wenn ich kein großer Kant-Fan bin. Glaube ich, dass er für das Jurastudium und eigentlich für jedes Studium sehr gut passt, für das Jurastudium aber im besonderen Maße. Sapere aude. Haben Sie den Mut, sich Ihres eigenen Verstandes zu bedienen. Denken Sie nach, versuchen Sie Probleme zu verstehen, versuchen Sie Ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen im Gespräch vielleicht auch mal das ein oder andere Problem zu erklären. Denn wer ein Problem erklärt hat und es auch erklären konnte, der hat es verstanden. Und Verstehen ist das Wichtigste. Ich hoffe, mit diesen Podcasts über die zwei Semester einen kleinen Teil dazu beigetragen zu haben, dass Sie Verständnis für die Materie gesetzliche Schuldverhältnisse entwickelt haben. Ich wünsche Ihnen für das weitere Studium viel Erfolg und vor allem auch viel Spaß. Denn selbst wenn Sie das Jurastudium erfolgreich bestehen und dann als Jurist arbeiten, wenn es keinen Spaß macht, können das lange Jahre bis zur Rente werden. Also, wir werden uns sicherlich bei der einen oder anderen Gelegenheit vielleicht wiederhören. Bis dann.